Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das Salzmann-Gelände in Kassler Osten ein Ort der Kultur war und idealerweise bleiben sollte. Die Absicht des Investors, einige Flächen, nämlich diese, mit denen er nichts anderes anfangen kann, zu bezahlbaren Preisen an Kulturschaffende zu vermieten, ist erstmal möglich. Herr Lang sagt eben, dass die Stadt die 1000 Quadratmeter für 10 Jahre mieten würde und es weitergeben würde an Kulturschaffende in der Stadt. Das ist uns neu. Wir hatten da nachgefragt und haben keinerlei Antwort diesbezüglich bekommen. Sollte das ernsthaft der Fall sein, würden wir das befürworten, aber da das hier nicht die Beschlussvorlage ist, bleiben wir weiterhin kritisch und fragen uns, warum macht ein gewinnorientierter Investor sowas? Wenn man sich das genauer ansieht, stellt sich die Frage, wie, was für Leute bezahlbar, was sind das für Räume und für wen sind die eigentlich nutzbar? Sind 5,50 Euro bezahlbar für vereinedelten Rohbau, eine nackte Halle sozusagen? Wenn es sich um nicht kommerzielle Kulturangebote oder Absolventen der Kunsthochschule handelt, leider nicht. Wir alle kennen die Beispiele aus anderen deutschen Städten, in denen Industriehallen an Kulturschaffende vergeben wurden, um diese zu beleben und in Schuss zu bringen. Da wurde meines Wissens nie ein Preis von 55 ausgerufen. Also, außerdem sind mir Industrieflächen dieser Stadt bekannt, die da deutlich drunter liegen. Ganz ehrlich, für 5,50 Euro kann ich mir als Kulturschaffender eine Wohnung mit Schillerviertel mieten. Man bekommt hier das Gefühl, dass die Hürden für kulturelle Nutzung so groß aufgebaut wurden, dass sich niemand finden lässt, der bereit ist, die Konditionen zu akzeptieren, und die Kulturschaffenden in dieser Stadt akzeptieren wirklich viel. Im Nachhinein kann der Investor dann sagen, ich habe es denen ja geben wollen, aber die wollten nicht, und was steht da, Lidl oder irgendwas anderes. Bei diesem Hintergrund ist es verständlich, dass die Kulturschaffenden, etwa der Salzmann-Fabrik, sich in Zukunft im Agathe-Bunker niederlassen werden, zu unsicher ist, ob jemals auf dem alten Gelände was geschehen wird, und dann später natürlich der Preis immer wieder auf eine Rolle. Grundsätzlich ist natürlich erstmal zu befürworten, dass überhaupt was auf dem Salzmann-Areal passiert, aber nicht um jeden Preis. Deswegen unser Änderungsantrag, der sich auf einen Antrag der ehemaligen Koalition aus dem letzten Sommer bezieht, nämlich Flächen für kulturelle Nutzung auf dem Salzmann-Gelände zu sichern. Und das geht nur durch Verschriftlichung und klare Forderungen. Die haben wir, denn das, was aktuell im Vertrag steht, dient nicht der Sicherung von kultureller Nutzung.